Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Let's Play Fiesta Online. Ich bin's wieder, euer Black. Wir wollten in der letzten Folge nach Eldarin gehen. Das werden wir jetzt tun und schauen, ob wir noch ein paar Quests haben. Elde wird geladen. Starten wir. Oh, wir haben einiges zu tun hier. Vieles anzunehmen, vieles abzugeben. Ja, etwas abzugeben. Entsprechendes tun wir natürlich auch erstmal zu Kriegsmeister Marty. Das waren ja die Schildi-Ritter, wenn wir uns erinnern. Juhu, ich konnte mir mal was merken. Die üblichen Lecks hier an Elde. Ein Glücks-Elru oder ein Segens-Elru? Wir nehmen mal das Segens-Elru T1. Können wir unsere Rüstung noch etwas verbessern? Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Maras Lager dürfte... Jawohl, das ist eine weitere KQ. Diese weitere KQ... Müssen wir mal gucken, wann geht die los. Mara Piraten... Da wird heute nichts mehr. Verdammt, hier ist viel zu viel Platz drin. Mara Piraten A. 21.12 Uhr. Beziehungsweise... Und haben sich tatsächlich ein paar eingeloggt. Wir gehen einfach mal rein. Mal schauen. Jetzt sind wir 4. 54 geht die los. Das heißt, in 5 Minuten mit 5 Mann wird die höchstwahrscheinlich nicht machbar sein. Aber mit 4 Mann. Aber naja. So seht ihr wenigstens mal. Meine Güte, ich fange langsam an zu stottern. Ich sollte langsam aufhören. So seht ihr wenigstens mal, wie es vorwärts geht und was zu machen ist. Oder was machbar ist. So. Quests. Machen wir erstmal den da drüben. Die wache Nuss, nicht Ruhmenuss, sondern nur eine normale Nuss. Kein Problem, bin sofort zurück. Oh, das war mein Handy. Ich entschuldige mich hiermit. Ah, mein Handy hat mich abgelenkt. Muss dann natürlich auch noch annehmen. So, beziehungsweise abgeben sogar. Der Lagerverwalter und dann hier drüben der Heiler noch. Okay, erst einmal hier Heiler Avant annehmen und direkt gleich Steine nachfüllen, weil es könnte sein, dass die Kakule geht. Wir werden aber vorher sicherheitshalber nochmal schauen, ob wir da überhaupt rein wollen, weil alleine habe ich da auch keine Lust zu. Kaufen. Gekauft haben wir. Annehmen die Quest, will ich jetzt haben. Quest beginnen. HP-Trank herstellen. Ah, das ist eine Kräutersammel-Quest. Auch wiederholen. Nein, ist es nicht. Quest abschließen. Komm. Okay. War eben nicht die Quest, von der ich dachte, dass sie das wäre. Macht aber nichts. So. Möbelverweiser Käufer Forest. Abschließen. Was anderes brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier schon ein klassisches Sofa. Das könnte man doch quasi dann ins Housing-System in die Teil reinstellen. Brauchen wir aber nicht, wollen wir nicht. Wir gehen stattdessen noch schnell zu dem Lager Harry. Quest beginnen. Okay. Räumen wir noch schnell das Inventar ein wenig auf, weil theoretisch müsste die KQ demnächst durchgehen. Sind immerhin 4 Leute. Sind nicht gerade viele, aber vielleicht reicht es, um die erste Quest, die wir brauchen, vollständig hinzubekommen. Omen, Elde. Omen. King. Bunny, Urban, Katlin und Nagel.
der Schmerz vergeht, muss dich nur überwinden, alles wird gut, du wirst schon sehen. Na komm, leg los. Bis 54, wir haben es 53, also dürfte die in etwa einer Minute loslegen. Hoffe ich mal. Diese Kaku ist dann auch nicht, oder dauert nicht, eigentlich nicht so lang wie die anderen Kakus. Sprich, beziehungsweise wie Schleim halt. Entsprechend können wir die auch relativ schnell anpaddeln, wenn sie denn irgendwann startet. So. Bim bim, im Gange. So. Ja, Irwin sagt schon, das wird nichts, aber macht ja nichts, wir kriegen das schon hin. Beziehungsweise wir werden es nicht hinbekommen, aber vielleicht kriegen wir zumindest ein paar Bots. Und auch Fußball war deine Welt, du warst dabei, hab mal auf Fair. Kein Tag kannst du leben, kein Tag verschenkt, nicht durch Gefängnis. Hier haben wir Bogenschützen, ich weiß gar nicht, was wir eigentlich brauchen. Ich glaube, das waren die Elite-Piraten und die anderen Piraten. Uha. Der Buff ist alle. Aua. Ja, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Herzen. Wir verlieren zwar keine HP. Aber wie gesagt, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Herzen, dann werden wir automatisch rausgespawnt, wenn wir nicht wiederbelebt werden. Das mit dem Wiederbeleben leben ist natürlich etwas schwierig, da wir keinen Priester mit haben. Das kann nämlich nur der, zumindest in diesem Spiel. Mal gucken, aha, Irwin hat sich ausgelockt, hat keine Lust mehr. Und hat ihr viel verwehrt. Für uns bleibst du unser Held. Katrin hat auch keine mehr. Kämpfe unvergessen und verehrt. Macht nix. Wir kriegen gerade ein paar Elite-Piraten, also warum sollten wir da aufhören? Für uns bleibst du unser Bruder, der am unseren Herzen steht. Wenn Bunnymat ein bisschen was macht, ist ja auch kein Problem, dann machen wir halt noch. Ja, diese Folge wird ein bisschen Überlänge bekommen. Vorausgesetzt, wir kommen noch ein bisschen weiter und Bunny hört nicht alleine auf, weil alleine kommt er ja auch nicht viel weiter. Bunny hat ein bisschen bessere Rüstung mit Level 20. Da brauchen wir uns gar nicht erst hinstellen. Du hattest so ein großes Herz, doch deine Zack. Krankheit fiel dir schwer. Du gingst doch durch so großen Schmerz, jetzt leidest du nicht mehr. Jetzt verbringen wir Bunny, Hase, Hase. Welche hat sie? Die. Nicht, dass ich versehentlich den Verkehrten anschieße und das dann hier zu Problemen führt. Ja, aber wie man hier schon sieht, so sieht eigentlich das Gruppenfenster aus. Hat natürlich noch keiner in unserem Let's Play bisher gesehen. Wir sind sozusagen das erste Mal in der Gruppe. In Kakus sollte man auch möglichst nicht alleine gehen, beziehungsweise man sollte auch nicht versuchen, sich hier quasi durchzuleachen. Kommen wir weiter, diese Mara-Piraten, davon brauchen wir noch. Mara-Piraten-Gruppe. Die hießen mal anders. Danke. Ich dachte, die hätte schon drauf gehauen. Oh.
Okay, nächster Macher Pirat. Wir haben noch 2 von 5 haben wir. Da brauchen wir noch. Kämpfer brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir folgen einfach Bunny Bunny. Die macht das schon. Okay, hier ist nur noch die normalen Piraten. Ich habe viele Fehler gemacht und es tut mir leid. Ja, offensichtlich wird es wahrscheinlich vielleicht doch nichts mit der eventuellen Überlänge. Wir schaffen das höchstwahrscheinlich auch so. Ja, macht ja nichts. Umso besser. Erfolgreich abschließen werden wir die Kaku aber trotzdem nicht. Wir werden es hoffentlich schaffen, unsere Quest fertig zu kriegen. Alles andere ist egal. Wie man sieht, hier oben läuft auch eine Zeit, das heißt, die Kakus sind immer zeitbegrenzt. Stört uns aber jetzt im Moment recht wenig. Komm, hallo. War's das? 4, 5. Hier, den da noch. Mann, los. Schnapp dir einen. Das wäre eigentlich schon soweit gewesen. Im Grunde müsste man sich hier nur durchkämpfen, beziehungsweise da wo es geht durchschleichen. Zu den nächsten Boss-Mobs, die werden wir sicher nicht schaffen. Aber ja, da Bunny offensichtlich noch ein bisschen was machen will, helfe ich einfach mit. Der hat mir ja gerade auch geholfen. Bogenschützen. Ich hasse Bogenschützen. Sofern ich nicht selber der Bogenschütze bin. Marine-Pirat. Der nächste hinüber. So, ich warte am besten, was er hier vorhat. Du entscheidest. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ich wurde gerade gefragt, ob ich eventuell Skype habe. Aber gerade beim Aufnehmen ist es halt schlecht. So, da will mir jetzt was erklären. Schauen wir mal. Vermutlich müssen wir sagen, welchen Mob wir behauen müssen. Eigentlich reicht es, wenn wir uns beischleichen. Keine Ahnung, ob wir bis zum Ende überhaupt durchkommen. Wir müssten auf jeden Fall schon allein die Zwischenmobs sind schon eine Nummer für sich. Nun sitzt du da und zählst die Stunden. Bist du ein bereit? Schau, da kommt das Dunkel, hast du lang nicht mehr gesehen. Plötzlich öffnen sich deine Wunden, kannst nicht wieder stehen. Nun bist du in einer Welt, wo niemand hingeht. Und auch deine Gefühle stehen auf einmal still. Dein Herz hat sich selber zerfressen, dass du wirklich nichts mehr merkst. Und langsam gehen uns dann auch die Steine aus.
hier machen? Warum matscht der eigentlich alle weg? Ich nehme an, der will die Bosse kitten. Oder kiten. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier eigentlich nicht, mit den Viechern fertig zu werden. Zumindest nicht als Jäger. Auf einmal stehst du auf den Bein und schlägt ihn ins Gesicht. Und bist du in einer Welt, wo niemand hingehen will. Und auch deine Gefühle stehen auf einmal still. Aber wir schauen einfach mal. Ich werde wieder ein bisschen ruhiger, weil ich mich gleichzeitig konzentriere und gleichzeitig halt auf die Buddy achte. Damit ich sie nicht unnötig in irgendwelche Bredouillen bringe. Außerdem schaue ich ja gerade auf den Hintern, die ich zugeben muss. Ich meine, wer macht das nicht? So eine wunderschöne Elfe von hinten. Also betrachten meine ich jetzt nicht, was ihr denkt. Hallo? Elite-Pirat noch, dann müssten eigentlich schon fast die Bosse da sein. Also zumindest die Zwischenbosse. Das wären einmal so ein Mara und ein Malorn. Ah ne, hier hinten ist noch was. Ich war lange nicht mehr da. Tun wir hier ein paar meiner Tränke hin, da haben wir noch ein paar da. Dann sollten wir eigentlich relativ weit hin, weit vorankommen mit diesen Steinchen. Mal schauen. Also wenn sie einen Plan habt, ist es vielleicht wirklich möglich, die Kaku zu schaffen. Schauen wir mal. Okay, nächste Bogenschütze, die stehen hier alle im Weg noch. Ah, jetzt kommen die Megatons noch. Stimmt. Und da hinten war Mara, das ist ja normal. Hat's da auch, ich habe leider keinen. Wir werden ein bisschen Mana sparen und leben sowieso. Aber da wir eigentlich genug Rollen haben, scheiße ich jetzt mal drauf, schmeiße ich mir so eine Rolle. So halten wir vielleicht von den Bossen wenigstens einen Hit aus. Ist ja schon mal was wert. Sonst dürften wir, da wir da in keiner AK sind, dürften wir keine anderen Belohnungen bekommen haben. Macht aber nichts. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass ich Bunny Bunny kurz vorher hat. Ups, waffen lassen. Jetzt Lex dürfte natürlich nicht sein. Gut, ich werde am besten diese Folge hier teilen, sonst ist die Überlänge ein bisschen zu stark. Entsprechend sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Freut mich, wenn ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr auch wieder weiter zuschaltet und weiter einschaltet. Denn bis denne, tschüss.